Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Lutz Enger. Ich begrüße euch hier heute völlig ängstlich, verängstigt, aufgeregt, nervös, sonst dergleichen. Alle diese Attribute treffen heute auf mich zu. Zum Broadcast der GPCC in der 7. Saison hier auf virtualracing.org. Und ganz ehrlich, ich hätte niemals geglaubt, dass ich mal ein echtes Rennen auf der VR moderiere. Ich bin sehr, sehr begeistert, aber auch gleichermaßen aufgeregt und ich hoffe, dass ich das einigermaßen hier hinbekomme. Wir befinden uns heute auf Brands Hatch und ich meine, was soll man dazu sagen? Spektakulär, definitiv. Wir sehen hier eine der spektakulärsten Stellen auf der Strecke, hier diese Kurve, dieses Bergabstück. Grandios anzusehen. Deswegen lassen wir das hier mal noch einen Moment. Wir befinden uns derzeit in den letzten 9 Minuten 18, 17, 16 des Qualifyings und kommen da gleich näher dazu. Vorerst möchte ich mich euch gegenüber erstmal so ein bisschen entschuldigen, weil ich habe nicht allzu viele Infos. Ich habe natürlich viele Streams aus der letzten Saison gesehen, die beiden Sebastians hier ganz, ganz hervorragend und minutiös geplant produziert haben. Das war alles sehr, sehr perfekt. So perfekt kann ich nicht sein, weil mir da wirklich ein paar Informationen fehlen. Auch die ganzen Screen-Einblendungen mit Meisterschaftsstand. Ich habe einen Meisterschaftsstand, keine Sorge. Also da gibt es schon noch ein paar Infos, gibt es aber nicht ganz so toll aufbereitet, wie die Jungs das letzte Saison gemacht haben. Aber mir hat das sehr, sehr leid getan, dass hier eine solche Regelung getroffen wurde, dass man nur wenige Streams macht oder jede Rennserie nur wenige bekommt, weil diese Rennserie hat definitiv verdient, immer gebroadcastet zu werden, einfach weil es nun mal kein anderes Fahrzeug gibt im Motorsport, das Motorsport derart verkörpert wie die Marke Porsche. Und sind wir mal ganz ehrlich, diese Modifikation hier, die ja irgendwo auch aus dem Hause Schurek kommt, die ja in meinem GT3 Cup entwickelt wurde, von der GSMF im GT3 Cup entwickelt wurde, ist so ein bisschen, ich glaube, ich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die Krönung dessen, was für R-Faktor 1 verfügbar ist, an Realismus, an Anspruch. Und die Piloten, die hier auf solchen Strecken ihre Fahrzeuge in derart spektakulärer Weise bewegen, das sind Könner, das sind Profis. Und ich freue mich deswegen ganz besonders ankündigen zu dürfen. Ihr habt sicherlich in euren Foren bereits gelesen, zumindest in der VR und im GT3 Cup, dass wir nächsten Dienstag am 13. ein Gemeinschaftsevent fahren in Spa-Francorchamps. Und ja, das ist dann schon das zweite Event nach der Nordschleife im Juni 2011, dann die Band nächsten Dienstag. So, gucken wir mal so ein bisschen hier rein. Momentan Moritz Kranz auf Platz 1. Wir schauen mal, ob wir ihn hier haben. Aber momentan fährt er nicht. Dafür ist aber Gö Stettler unterwegs. Und Gö Stettler hatte ich vorhin so ein bisschen schon mal im Pre-Race-Interview. Und er sagt, oh Mann, ey, ich bin hier, also nee, und ich möchte gar nicht sagen,